bin ich wieder, Michaela von Michaelas Kreativbox. Jo, es ist wieder Sonntag. Ich habe 3, 4 Kleinigkeiten, die ich geshoppt habe. Die zeige ich euch. Und die Karten, die ich gebastelt habe, zeige ich euch. Dann räume ich auf und dann sehen wir uns wieder und basteln heute was zusammen. Dann zeige ich euch mal erst die Einkäufe. Und zwar habe ich bei Stampin' Up bestellt die wunderschönen Werke mit den passenden Stanzformen. Das sind die Gummistempel. Und dann habe ich die ganze Zeit vergessen, mir meine letzte fehlende Farbe, mal abgesehen von den 5 neuen In-Colors, habe ich dann jetzt wieder alle Stampin' Blends, alle Stempelkissen, alle Stampin' Write Marker und alle Farbkartons. Aber die könnt ihr euch ja zur Genüge bei den entsprechenden Berater-Demonstratoren anschauen. Deswegen habe ich da jetzt auch keinen großartigen Behei drum gemacht. Aber die Produkte, die werden euch ja das ein oder andere Mal begegnen. Von daher, da habe ich euch auch gar nicht alles gezeigt. Aber das fand ich richtig schick. Vor allen Dingen die Stanzform. Ja, und der fehlende Stift, das war schon. Zusammen mit Papier natürlich. So, dann habe ich wieder bei New Stamps bestellt. Ups. Da gab es diesmal als Geschenk diesen kleinen Mini-Holzstempel, das Herzchen. Dann habe ich mir bestellt Feder Filigran 02. Sieht so aus. Und Wohnwagen. Ich fand ihn halt so lustig, weil die, die mich kennen, wissen ja, wir sind Camper. Das war das. Dann habe ich mir, weil ich ja Maritim-Fan bin, die Muschelschablone mitbestellt. Dann gibt es wie immer ein Dankeskärtchen und mit einem Rabatt für den nächsten Einkauf plus diesem kleinen Geschenk. Und dann habe ich mir bestellt, und da werden wir jetzt nicht durchblättern, weil der kostet Geld, weil es ist nicht einfach nur ein Katalog mit den Produkten, sondern da sind auch ganz viele Tipps und Tricks und Kartenbeispiele zu den einzelnen Produkten. Das habe ich mir mal mitbestellt. Mal schauen, was ich daraus mal nachwerke. So. Dann hatten wir letztens die ganzen Stempel von dieser ukrainischen Firma, Leisa Zigara oder so ähnlich, ich kann das nicht aussprechen, hatte ich euch ja aufgestempelt, damit man sieht, wie sie aussehen. Und da habe ich jetzt mit Wilder Weizen, das ist Malve, da habe ich festgestellt, dass ich die Alkoholmarker, die In-Color-Farben noch gar nicht habe, habe ich es einfach mit den Stampin' Write Markern gemacht. Das ist ja, ne? Und aus dem, aus irgendeinem Spruchset von, achso, ja, hier. Gern genutzte Grüße. Den schönen Geburtstag aufgestempelt. Dann die Sachen hier von Kreativdepot. Die hatte ich euch ja auch aufgestempelt gezeigt. Da habe ich einfach mit Azurblau und Saharasand über die Stempel gewischt. Hier ein paar Steinchen. Und azurblauen Farbkarton als Mattung. Das ist diese Karte. Dann habe ich ja mit dem Versamark-Kissen diese Muschel aufgestempelt und habe dann mit den mit den Mika-Mist-Powdern einfach Entschuldigung, so lange drüber gewischt, wie bis kein Abrieb mehr war. Und hier habe ich mit, ich glaube auch wieder Azurblau, über das geprägte,
oder eher gesagt, über das Ganze und das Geprägte kommt dann nochmal ein bisschen mehr raus. Ja, hier ein Schleifchen, Steinchen und ein Spruch aus Zeit am Meer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Set heißt. Ja, entweder Tag am Meer oder Zeit am Meer. Einer von den beiden Sets, da ist dieser Spruch drin. Und da habe ich den anderen aufgestellt, einfach hier mit reingeklebt. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens ist ab und zu ans Meer zu fahren. Den habe ich einfach da schön mit rein. Hier hat man immer noch Platz mit Grüße. Das ist der. Und das ist jetzt wieder diese ukrainische Stempelfirma. Da hatte ich mir ja den Wal und da habe ich dann ganz einfach nur hier unten den Bauch. Und das war eins der, was wir mit den Mika-Mist-Powdern mit Wasser gemacht haben. Und da habe ich dann in Marineblau und Azurblau einfach noch mit den White-Markern so Spritzer drauf gemacht. Den Spruch Meerweh und wieder ein paar Steinchen. Das ist hieraus entstanden. So, dann habe ich noch einfach hier auf meine Glasmatte Stempelfarbe, meist in rosa, pink, lila Tönen, Wasser drauf gespült und dann mit Aquarellpapier einfach da so reingeditschert. Da hatte ich irgendwie mal Lust drauf. Da ist das noch entstanden. Und dann habe ich, das wird auch alles irgendwie mal verarbeitet. Und dann habe ich hier noch einen, da habe ich dann in Babyrosa und Heideblüte zusätzlich Spritzer drauf gemacht. Und dann habe ich das Einhorn, auch von dieser ukrainischen Firma, das hatte ich aufgestempelt. Das habe ich dann mit Alkoholmarkern koloriert und da habe ich folgende Farben verwendet. Na, als ich noch Demo war, konnte ich die besser auswählen. Das ist Babyblau, hell und dunkel. Okay. Dann habe ich genutzt Olivgrün, hell und dunkel. Babyrosa, dann ist das hell und dunkel. Und Fräsienlila, hell und dunkel. Habe ich mir das, ja, halt so, dass das, was so raussticht, halt die Mähne, das Horn, die Blume. Und habe sich, also praktisch den Kopf an sich freigelassen, nur das Auge dann in Babyblau. Das kommt da noch drauf. Dann kommt da noch ein passender Spruch zu. Und fertig ist die Karte. Die fertige Karte, oder das können wir ja auch gleich machen. Wie gesagt, ich räume das hier jetzt mal ein bisschen auf, suche mir den Stempelspruch, den ich da im Kopf habe, raus und lege mir das Material bereit, was wir gleich fürs Basteln brauchen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe mir ein bisschen Platz geschaffen, habe für die Bastelei, die ich gleich mit euch vorhabe, schon mal ein paar Sachen zusammengesucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, setzen wir uns die Karte zusammen. Das ist auch gar nicht schlimm, dass sich das Aquarellpapier jetzt so ein bisschen gewellt hat. So, ich falze mir einmal die Kante nach. So. Da habe ich mich für Babyrosa entschieden. Und da kann man sich überlegen, ob man sich da trotz, also es ist ja hell genug, schwarz und blau würde man drauf sehen, wenn man was reinschreibt. Wobei ich gehe mal davon aus, dass ich mir da noch einen Aufleger beschreibe und reinmache, den dann praktisch nachträglich einklebe, weil ich finde es schöner, erst beschreiben, dann kleben. Ist manchmal sinnvoller. So, dann nehme ich mir meinen Kleber. Das habe ich gedacht, das klebe ich plan auf.
Das sind die üblichen Kartenmaße. Und der Aufleger ist dann immer diese 5 cm kleiner. So, das kommt jetzt hier drauf. Dann nehme ich mir meine Klebepunkte. Dann machen wir mal zwei große und einen mittleren hier bei der Schnut. Das müsste schon reichen. So. Da habe ich jetzt das Stempelset. Vielleicht mal erst gucken, wie groß der Spruch ist. Der Spruch ist von Lavinia. Passt auf jeden Fall. Dann setze ich mir jetzt mal das Einhorn hier drauf. So. Stempelblock. Und dann kann ich mir noch überlegen, welche Farbe. Ich denke, schwarz wäre mir jetzt zu krass. Ich bleibe einfach mal hier in diesen Farbfamilien und nehme Heideblüte. Einmal. Mir besser mal meine Matte irgendwie. Ach ja. Ein Stück weiß. Fehlt das T. Klar, jetzt habe ich das T auch erwischt. Den mache ich nachher so. Schneide ich hier oben noch ein Stück ab. Und dann tupfe ich mir den jetzt in Frieschenlila. Einmal rundum, das sieht dann so aus. Und dann kommen da auch
zwei große Klebepunkte. Und dann setze ich mir den hier unter das Einhorn. So. Und wie gesagt, kommt dann noch ein weißer Aufleger rein zum Beschriften. Ob da dann auch noch was drauf kommt oder ob ich hier noch Steinchen. Das ist meine Idee zu dem Einhorn von Leiser Zigarra. Oder wie es ausgesprochen, ich weiß es wirklich nicht. Also bei Dieters kleine Schnäppchenwelt gibt sie und ich meine, ich habe ein paar der Stempel letztens auch mal bei Stempelmühle gesehen, aber da ist das Einhorn nicht bei gewesen. So, wie gesagt, das ist meine Idee dazu. Das lege ich mal hier mit bei. So, jetzt, warte mal eben wieder weg, aus dem Weg. Stempel. Eben in die Zwischenräume. Schon ist der Stempel das auch. So. Und heute habe ich vor, mit euch einen Milchkarton zu basteln. Den habe ich bei Janas kleine Bastelwelt gesehen. Das Video ist allerdings auch schon was älter. Ich glaube so 4-5 Jahre. Die habe ich ganz viel für Weihnachten letztes Jahr gebastelt. Aber den kann man ja auch mit frischeren Farben sommerlich gestalten. Wie auch immer. Also ihr braucht einen kompletten Farbkarton in 21x29,7. Der wird an der kurzen Seite, ich klappe es schon mal auf, gefalzt. Bei 5 cm, bei 14 cm und bei 19,5. Dann dreht ihr den Karton auf die lange Seite und auf der langen Seite wird gefalzt bei 7, 14, 21, 20 und bei 28. So, jetzt habt ihr hier oben die kurze Falzlinie. Jetzt geht ihr dahin und falzt bei 10,5 und zwar bis zu der ersten Falzlinie. Und das Ganze bei, leider nicht ganz runtergezogen, also nochmal bei 10,5
und bei 24,5. 24,5 und da macht ihr genau dasselbe. So, jetzt legt ihr euch das Papier mit dieser Markierung und zieht eine Falz bis in diese Ecke. Wie es am sinnigsten macht. So, also Markierung in die Nut und wer sich da dann sicherer fühlt, kann natürlich genauso gut. Ah, stopp, das mache ich auch. Ich kann ja da die Ecke so gar nicht sehen. Der schnappt sich ein. Ein Lineal. Legt sich das an. Legt das hier in die Ecke nimmt sich den Aufhebhelfer und zieht von der Ecke bis an die erste Falz hier an diese Markierung einmal so, dann das Ganze umdrehen und jetzt von dieser Falzmarkierung bis zu der anderen Ecke und das gleiche dann auch noch hier hinten in dem Quadrat und zwar da anlegen, hier in die Falzecke anlegen. Und dann eine Falz ziehen und das gleiche dann noch von dieser Ecke dahin, sodass ihr in diesen, also gar nichts, zweite drin, im zweiten und vierten Quadrat so ein, zwei Diagonalen habt, die oben aufeinander treffen. Das ist das. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Deckel drauf, ein bisschen schneiden. Und zwar geht ihr jetzt an dem großen Vier hier unten, an dem großen Stück hin und schneidet alle Falzlinien bis zur ersten Falz ein. Einmal zweimal dreimal und hier geht ihr jetzt hin, schneidet an der Falzlinie auch ein. So. Und das Stück schneidet ihr euch jetzt raus. Da könnt ihr auch direkt so leicht anschrägen. Und hier oben schrägt ihr euch dieses kleine Dreieck. Das schrägt ihr euch jetzt auch ein wenig an. So. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt nehmt ihr euch euer Falzbein, dann werden die Falzlinien einmal nachgefalzt.
dann hier das gleiche einmal. Einmal nachfalzen. Und hier. Auch einmal nachfalzen. Und hier jetzt einmal in die andere Richtung gefalzt. Also an der kleinen, also an dieser kurzen, da wird das Ganze in die andere Richtung gefalzt. So, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder schneidet ihr euch jetzt Designerpapier zu, und zwar 4 Stücke für diese 4. Oder ihr nehmt Designpapier. Ich habe mich jetzt hier für Designpapier entschieden. Ihr könnt natürlich auch weißen Farbkarton nutzen und ihn selbst bestempeln. Motiv eurer Wahl oder dem Anlass entsprechend. Ich lege das mal beiseite. Ich habe mich hier für Konfetti entschieden. Das ist aus diesem Papier, passend zu diesen Ballons, vorne direkt im Jahreshauptkatalog, bezaubernd bunt oder so heißt es. So, und da braucht ihr jetzt 4 Stücke in 6,5 x 8,5. So, dann nehmen wir mal 6,5. Und 5. Das heißt, ihr braucht 2 Blatt davon. 6,5 und nochmal 8,5. Einmal, dann schneiden wir das auch wieder so. Hm. 6,5, dann mache ich das gleich auch. Und dann 8,5 und nochmal 8,5. So, jetzt kann der beiseite. Jetzt nehmen wir uns das und dann können wir uns die Sachen so auflegen, wie wir das, dass man mal gucken kann, ob man da irgendwie. Ich habe mir überlegt, dass ich es sehr wahrscheinlich so aufkleben werde. Und das dann auch, damit dann das Dunkel auch außen ist. Ich werde es mir so aufkleben. So, ich nehme wieder Flüssigkleber. Ihr könnt jegliches Klebemittel eurer Wahl nutzen. Dann guckt ihr, dass ihr das so ziemlich mittig in diesem Feld positioniert. Andrücken. Das nächste. Und diese, das ist ja ein etwas größerer Milchkarton, wo auch einiges reinpasst. Die könnt ihr, ja, ich sag mal, mit weißem Farbkarton machen und Designpapier. Ihr könnt Farbkarton, also farbigen Karton nutzen und passendes Designpapier. Ah, jetzt bin ich auf den Pass. Shit. Quatschen und festkleben ist nicht so meins. Gucken, geht aber noch ab.
So. Dann das dritte. Ihr könnt statt fertigem DSP, könnt ihr euch euer eigenes DSP gestalten oder ihr nehmt weißen Farbkarton und macht Stempelmotive drauf, die ihr dann noch kolorieren könnt. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. So. Und das letzte Stückchen noch. Falsch rum. Das Blau sollte ja nach außen. So, andrücken, feststreichen. So, dann geht ihr hin und macht euch auf die Klebelasche. Auch wieder den Kleber eurer Wahl. Ich bleibe jetzt bei Flüssigkleber. Dann geht ihr hin und klappt das zu. Und klebt euch das aufeinander. Der Vorteil am Flüssigkleber ist ja immer, dass ihr da noch ein bisschen ruckeln könnt. Und andrücken. Ihr könnt euch da auch das euer Falzbein zur Hilfe nehmen. Hier unten ist ja gar kein Kleber. So, gut festdrücken. Dann klappt ihr euch das auf. Dann könnt ihr auch noch mal da, wo die Klebelasche ist, und geht von innen noch mal. Dass es hier schön zu ist. So, und jetzt geht ihr hin und legt euch die, schaut, hier habt ihr die Klebelasche, heißt, das hätte ich dann gerne hinten. So, jetzt mache ich mir schon mal hier nur auf das vordere Stück hier so Kleber. Weil es ja nicht ganz überlappt. So, das klebe ich jetzt hier schon mal fest. So, und jetzt hatte ich ja wie gesagt, hier ist hinten. Das heißt, das kommt zuerst. Und da mache ich auch nur so ein Büschchen hin. Nur so, dass es hält. So, und jetzt kommt hier auch noch Kleber. Dann klappt ihr das zu. Und wenn ihr das jetzt aufstellt, dann könnt ihr euch einen großen Kleber nehmen und von innen dann nochmal richtig so runterstupsen. So, und jetzt geht ihr hin. Ihr habt ja jetzt hier die Diagonalen, und wenn ihr jetzt hier mit den Fingerspitzen reingeht und das zusammendrückt, dann legt sich das von ganz alleine. Autsch. Ah. Ja gut, schwarz wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber kommt davon, wenn man solche Teile alle in eine Holzkiste schmeißt und nicht in den Tüten lässt. So, und schon habt ihr euren Milchkarton. Hier dran passen jetzt natürlich auch, ich mal beiseite legen, hier hatte ich euch ja letztens auch gezeigt, da könnt ihr hier, das
kann ja gleich mal meinen Teil testen. So. Das geht mit jedem anderen Falzbein natürlich auch. So ein bisschen übers Falzbein ziehen, ne, dann komme ich noch nicht so richtig wirklich mit klar. Es macht mir mehr Knicker als alles andere, weil es ja jetzt sehr lang ist. Übers Falzbein ziehen, ist es so gerundet. Und jetzt nehmen wir hier die Lochverstärkung da drauf. Aber ich würde gerne meine eigenen Schubladen nicht mehr, nachdem ich umgeräumt habe. Allerdings wollte ich jetzt keine. Kann ich mal eben schauen, ob die. Ist natürlich rot, jetzt weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wo die hingekommen sind. Ja, ist es denn? Sind meine Ösen alle weg? Hatte ich in 1000 verschiedenen Farben. Jetzt bleibt nur noch eine Schublade. Da sind sie auch nicht. Gut, dann lassen wir das. Jetzt wollte ich hier eine Öse dran haben. Dann gehe ich jetzt einfach hin. Nehme mir meinen Lochverstärker, setze mir da so ein bisschen Kleber drauf und setze den jetzt hier drauf. Guck, dass ich mittig über dem Loch bin. Ja. Dann die Dose. So. Nehme ich mir Nylongarn vom Kreativdepot. Schneide mir da was ab. Wenn wir hier jetzt gleich fertig sind, muss ich mich doch tatsächlich mal auf die Suche nach meinen ganzen Ösen begeben. Dann ziehe ich das hier durch. Ich habe es jetzt doppelt genommen. Jetzt mache ich mir hier einen Knoten. Dann versuche ich mich mal an einer Schleife. So, wie war das jetzt am sinnvollsten, wenn ich das Band zu fassen kriege? Ich hasse Schleifenbinden. Egal mit welchem Band. So. Den Knoten mal hier festhalten. Ja, das klappt so nicht, wie ich mir das denke. Jetzt mache ich einfach frei Schnauze. Jetzt hier festhalten, da festhalten, ziehen. Ja. Festzurren. Versuchen das Ganze jetzt hier ein bisschen nach vorne zu bekommen. Und dann habt ihr hier jetzt noch, das sieht dann so aus. Da könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr das mit hier einfach nur mit dem so, das Stück noch rüber, ob ihr das einfach hier nur festtabbelt. Oder ob ihr es kurz darunter, also praktisch hier,
wo die Falzung ist, ne, zu, wo die Falzung ist, ob ihr das hier festklebt, reicht immer noch. Oder wenn ihr mehr von dem Papier sehen wollt, ob ihr dann das Schmale nehmt, auch dann ein bisschen übers Falzbein ziehen. Das ist so. Man könnte das dann natürlich auch, wenn man es festklebt, da festkleben und so, wie man die Wölbung haben möchte, hier festkleben. Das sieht dann so aus. So. Ihr könnt natürlich jeden, ich sag mal, jedes Etikett, ich habe ja hier auch die von Kreativdepot auch. Das sind ja diese Embossing-Folder, mit denen man gleichzeitig ausstanzt. Das sind die kleinen. Das kann man natürlich auch nutzen. Oder hier, wie ihr das möchtet. Da ist ja wie in allen Dingen, ihr macht das nach eurem Geschmack, nach vor allen Dingen mit dem Material, was ihr da habt, wie es euch gefällt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ihr das. Und ich denke mal, das ist eine recht schnelle, wenn man es einmal drin hat, dann ist es auch recht schnell gemacht. Und auch das ist überhaupt kein Thema hier mit diesen, das reingeht. Und wie ihr seht, da passt ja einiges rein. Der ist, schnapp mir mal mein Lineal. So, der ist jetzt hier bis hier 9 cm. In der Breite 7 cm und in der kompletten Höhe, messen wir die auch nochmal, 15. Also es ist von Boden bis hier komplett 15 cm, 9 cm, 7 cm und ja. Hier in der Höhe bis hier ist er 9 cm, also 9 cm, komplett 15. Also ich denke mal, da passt ordentlich was rein. Seht ihr. Wie gesagt, das war ja auch kein Ding. Fingerspitzen rein, zusammendrücken und hier verschließen könnt ihr es ja auch, wie ihr möchtet. Ihr könnt ja hier schon mit einer Crocodile oder was ihr da habt, ein Loch reinstanzen und mit dem Band zumachen oder ihr besorgt euch diese sogenannten Buchclips. Die gibt es ja überall und nirgends. Ich habe meine vom großen A. Die habe ich schon ewig, weil ich finde es schick. Da könnt ihr natürlich hier auch ein Band durchziehen, wie ihr das möchtet. So. Das war's dann wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag. Eher gesagt, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Tschüss.